Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Pressestatement mit Gregor Gysi. Vor einer guten Stunde hat der Bundestag namentlich abgestimmt über einen Bundeswehreinsatz im Mittelmeer und im Atlantik. Sie kennen alle die Problematik und das besondere Medieninteresse war auf das Abstimmungsverhalten der Linken gerichtet. Und Gregor Gysi spricht jetzt dazu. Ja, schönen guten Tag, meine Herren, Damen sehe ich nicht, also zumindest nicht bei den Journalisten, sonst selbstverständlich, ja. Ja, ich begrüße Sie. Also heute ist ja entschieden worden im Bundestag, ob die Bundesmarine mit einer Fregatte teilnimmt beim Schutz der Vernichtung der syrischen Chemiewaffen. Und wie erwartet gab es aus meiner Fraktion drei verschiedene Abstimmungsvarianten. Es gab einige Ja-Stimmen, es gab viele Enthaltungen und es gab viele Nein-Stimmen. Die Motivation ist aber gar nicht so unterschiedlich, wie vermutet wird. Denn unser Parteiprogramm schreibt vor, dass wir uns immer für Abrüstung einzusetzen haben und deshalb unterstützen wir selbstverständlich, dass die Chemiewaffen vernichtet werden. Die Frage war dann, muss jetzt daran die Bundeswehr also zum Schutze dieser Vernichtung teilnehmen oder nicht? Das war umstritten bei uns. Aber im Kern sind wir uns nach wie vor völlig einig. Also erstens, wir sind für die Vernichtung solcher Waffen zweifellos, werden das auch immer unterstützen. Zweitens, wir sind gegen jegliche Kriegseinsätze der Bundeswehr, daran wird sich auch nichts ändern. Und drittens, ich finde es auch gar nicht so tragisch, dass in solcher Frage unterschiedlich abgestimmt wird, wenn wir uns im Kern einig sind. Und ich finde das ja auch schön abwechselnd bei Ungarn, Ukraine, Entschuldigung nochmal, bei der Ukraine und Russland schätzen wir alles gleich ein. Hier waren eben die Nuancen dann unterschiedlich und die haben auch zu einem unterschiedlichen Abstimmungsverhalten geführt. Wir werden damit gut leben können. Ja, dazu eine Frage, bitteschön. Mitglieder der PDS bzw. Linke schon mal für einen Auslandseinsatz gestimmt haben oder ist das wirklich heute zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung? Zwei Bemerkungen. Es gab bei den Kontrollaufgaben in Darfur schon Stimmenthaltung, aber keine Ja-Stimme. Das ist ein Unterschied, aber Stimmenthaltung gab es damals auch schon. Und zum Zweiten ist ja bei uns umstritten, ob es ein Auslandseinsatz ist. Es ist zweifellos kein Inlandseinsatz, aber es ist auch nicht in einem anderen Land. Ein Auslandseinsatz ist ein Einsatz in einem anderen Land, sondern es ist ein Einsatz in internationalen Gewässern. Das ist ein Unterschied. Ich sage es nur mal, weil bei einem wirklichen Einsatz in einem anderen Land hätten wir mit Sicherheit alle mit Nein gestimmt. Ich will nur auf diesen Umstand hinweisen. Aber ansonsten werden Sie recht haben, es ist das erste Mal, dass es auch Ja-Stimmen gibt. So viel ich weiß, 5. Aber die Besonderheit ist natürlich, dass es sich um das Gegenteil von Krieg handelt. Es handelt sich ja um einen Einsatz letztlich im Zusammenhang mit der Vernichtung von Chemiewaffen. Und das ist natürlich das, wofür wir stehen. Deshalb kann ich auch die Ja-Stimmen nicht übel nehmen. Aber viele, die Ja-Stimmen wollten, haben sich von mir doch noch überzeugen lassen und haben mit Stimmenthaltung entschieden, weil man dann beide Gesichtspunkte zum Ausdruck bringt. Ich habe ja mal gesagt, die einen sehen das abrüstungspolitisch, die anderen sehen das verteidigungspolitisch. Und ich finde es nicht unklug zu sagen, wenn ich beide zusammennehme, kommt halt eine Enthaltung heraus. Warum Sie die Abgeordneten bearbeitet haben, dass Sie für Enthaltung und nicht mit Ja stimmen? Ja, bearbeitet ist zu viel. Ich habe Ihnen meine Auffassung gesagt, habe das in einem Interview gesagt. Wenn ich richtig bearbeite, sieht das ganz anders aus. Nein, das war selbstverständlich eine freie Entscheidung. Aber ich wollte, dass man halt die kritischen Gesichtspunkte auch nicht unterschätzt. So ein bisschen ist es ja auch, wissen Sie, dass Russland so halbwegs ausgeschlossen wurde, müssen wir Russland ersetzen, mache ich mal ein Fragezeichen. Also wenn ich so alles zusammennehme, finde ich, ist eine Enthaltung eine ganz gute Lösung. Aber es haben auch einige mit Ja gestimmt, das ist auch ihr Recht. Es haben viele mit Nein gestimmt, das ist auch ihr Recht. Letztlich bleiben wir in zwei Punkten immer einer Meinung. Erstens, wir sind für die Vernichtung solcher Waffen. Und zweitens, wir werden dem Einsatz unserer Soldaten bei einem Krieg in einem anderen Land mit Sicherheit nie zustimmen. Ja, dann. In Zukunft? Ja, es kommt darauf an, ich sage Ihnen, es kommt darauf an, worum es geht. Wenn es wiederum etwas ist, was mit der Vorbereitung von kriegerischen Auseinandersetzungen zu tun hat oder Ähnliches, werden wir mit Sicherheit dagegen stimmen. Aber wenn es um die Vernichtung von Waffen geht und nur den Schutz der Vernichtung von Waffen, das ist eine andere Frage. Deshalb gibt es ja auch das Durcheinander in unserer Fraktion. Wenn es eine leichtere Frage gewesen wäre, hätten wir die auch einheitlich beantwortet.
Aber ich will es Ihnen wirklich sagen, Sie sehen mich nicht erschüttert, weil es auf allen anderen Gebieten sind wir uns so einig, von der Rente bis zu allen sozialen Fragen, dass ich mir da keine Sorge mache. Das ist eben ein empfindliches Thema. Da kommen auch unterschiedliche Erfahrungen zusammen. Das alles spielt dabei eine Rolle. Ja, dann danke Ihnen für Ihre Fragen. Darf ich mich verabschieden? Danke, Ihnen alles Gute. Ich wünsche euch einen schönen